Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist mal wieder soweit. Wir werden eine Map spielen, die wir schon lange nicht mehr hier auf dem Kanal gesehen haben. Und zwar die Euronet. Ja, das ist die Map, die gewissermaßen einige Teile der Standardkarte überarbeitet hat. Und zwar in der Version 1.1b, 255 MB. Und wir sind gerade auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Ja, den kennen wir natürlich schon und wir gehen einfach mal auf der Karte nachsehen, wo wir unterwegs sind. Ist natürlich für den Eurotrack-Simulator 2 in der Version 1.43, dauert ein bisschen länger, die Karte aufzumachen, weil ich habe ja noch einen Mod drin, dass man hier sich ein bisschen weiter rauszoomen kann. Zum einen will ich mal von euch wissen, deswegen die Premiere, soll der Maximus vielleicht mal nach Forst oder hier unten, nach Zittau fahren oder ins Gebirge? Oder vielleicht Bremerhaven, das sieht ja auch wunderschön aus. Wir werden heute Richtung Flensburg fahren, um zu schauen, wie viele Punkte wir noch auf dem Konto haben. Ja, dann gucken wir uns das einfach mal ein bisschen an. Es sind ja ein paar Sachen verbessert oder gerade die Abstürze wurden, glaube ich, behoben. Irgendwie war da was gewesen. Und ja, dann haut es einfach mal in die Kommentare. Cottbus ist nicht drin, aber dafür Forst, Fettschau, ja, alles bei mir in einigen Gegend. Ne? So, dann würde ich sagen, gehen wir rein in den LKW und werden Edeltraud erstmal ein Küsschen geben und dann fahren wir einfach mal los hier auf dem Berliner Flughafen. Das ist ja so eine Sache, warum macht STS sowas nicht? Ja, sowas in der Art. Hier so ein bisschen reinbauen, hier ist der Flughafen. Man fährt mal hier so lang, das ist für mich so ein kleines Gimmick, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja, hier so eine richtig schöne große Boeing. Ja, KLM sollte es eigentlich sein, aber ja, egal. Hier stehen noch ein paar Flugzeuge. Und was man halt merkt, hier sind ganz viele, ja, so eine kleinen Assets verbaut. Hier steht noch ein Auto, sperrt die Straße so ab. Da vorne der Flughafen, der neue Bereich vom Flughafen, der jetzt nach sehr, sehr langer Zeit endlich doch funktioniert, ne? Finde ich echt klasse. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr solche Map-Erweiterungen findet. Gerade so, muss ich ja sagen, im deutschsprachigen Raum oder ja, in Deutschland hier, was STS ja überarbeitet hat, ist es ja ein bisschen dünn gewesen, was die Überarbeitung der Städte ist. So, hier, wie gesagt, ist der alte Teil vom Flughafen. Hier vorne habe ich mal Taxikontrolle gemacht in der Leere. Ja, genau, hier steht die alte Maschine. Gucken wir mal. Kann ich da auch zu lang fahren? Genau, dann stehen dann nämlich hier die ganzen Taxis. Hinten ist, glaube ich, die S-Bahn-Station. Ja, komm, fahren wir mal hier lang. Fahren wir einfach mal. Und dann die ganzen, ja, die ganzen Wohnblöcke dort hinten. Ja, so eine Art sieht es schon aus. Hier das Hotel. Wenn du den Flieger nicht kriegst, dann kannst du da lang. Gucken wir mal, ob wir hier vorne durchkommen. Da steht die Volkspolizei. Hier stehen eigentlich die ganzen Taxis. Und dann muss da halt kontrolliert werden, ob diejenigen... Boah, das, ey, sieht das nicht cool aus? Ja. Ob diejenigen aus Berlin nicht einfach hier, ne, die anderen Fahrer aus dem Landkreis LDS, einfach jetzt die Fahrgäste wegnehmen. Da gibt es gewisse Bestimmungen, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. So, ja, hier fehlen auf jeden Fall noch ein paar Taxis. Yellow Cab. Das finde ich schon cool. Finde ich echt cool. So, dann fahren wir mal weiter. Und hier schön BVG. Fahren sie hier. Ich weiß gar nicht, ob die BVG hier lang fährt. Aber guck mal, was denn hier vom Verkehr? Ah, also ist schon gut nachgebaut hier, muss man ehrlich sagen. Jetzt wollen wir mal schauen, wo wir hier lang müssen. Wir haben grün. Oh, ja, Berlin kennt man, ne? War nicht hier auch was von der Lufthansa irgendwie? So ein Schulungszentrum? Ich möchte hier fast sagen, hier war noch was von der Lufthansa gewesen. Okay, lass uns einfach mal fahren. Finde ich total cool. Freut mich. Und deswegen, weil heute keine Leistung kommt, wollte ich euch einfach das jetzt mal wieder
ja, als Premiere geben. Morgen wird es dann wieder in Leistung geben. Und für alle, die solche Abendspremieren besser finden, die können gerne ein Däumchen geben. Also, wenn ihr es nicht besser findet. Aber ihr könnt ja mal reinschreiben, was für euch eine Zeit ist. Ich habe das eher mal ein bisschen nach hinten verschoben. Und jetzt fahren wir Richtung Berlin. Feini! Oh, schön. So, jetzt kommen wir natürlich in einen Bereich, der schon so ein bisschen bekannt ist. Hier dieser Bauernhof, den könnten wir eigentlich auch abreißen und einen richtig schönen Bauernhof einbauen. Ah, ich mag dies irgendwie nicht mit den Bodentexturen und so alles. Bei den Standard. Muss man mögen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Berliner Schild, ein richtiges. Und dann werden wir auf die Autobahn fahren. Das natürlich eher so ein bisschen Standard ist, das wissen wir. Aber in Flensburg, vielleicht sehen wir da noch was. Wenn ihr irgendwelche Städte noch haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Dann können wir da vielleicht die eine oder andere Tour von Forst vielleicht nächste Woche oder von Brocken, da sind ja auch schon schöne Straßen drin. Dann können wir da bestimmt irgendwas machen. Oder vorne. Und das meinte ich ja, ist auch immer wieder eine schöne Sache, dass da hier so ein Unfall in Anführungsstrichen so initiiert wird und dadurch die Straße gesperrt ist und da keiner mehr langfährt. Ja, die Autos ploppen natürlich dann weg, ne? Die werden dann unsichtbar und hier haben wir erstmal die Feuerwehr. Okay. So, na gut. Dann ab auf die Autobahn. Kennen wir ja natürlich alles hier. Nicht zu schnell fahren. Und ich packe euch, wenn ich sie vergesse, natürlich den Link unten auch in die Videobeschreibung von Karte. Ich habe die nochmal richtig gefunden. Naja, manchmal bin ich ein bisschen durch den Wind. Ich glaube, die hatten mal eine extra Seite. Ich weiß gar nicht. Oder war es im SCS-Forum? Egal. Wir werden das schon hinkriegen. Schade, dass es nicht funktioniert. Karte Mods im Steam Workshop. Ist leider ein bisschen schade. Insgesamt haben wir über 365 Kilometer. Ich denke mal, wenn wir heute keinen Livestream haben, dann können wir durchaus auch mal eine schöne lange Premiere machen. Ist ja nicht so. Man kann das ja durchaus mal so gestalten, ne? Boah, dann ab in den Norden. Mit meinen Scania. Wir sind ja schon unterskanatisiert. Wo fahre, mein Freund? Gucken wir mal, ob wir denn Tempomat 3 machen. 80. Dann geht's los. Was ich noch sagen wollte, ich habe einen Bericht Tage gesehen. Da ging es um ja, Schwertransport. Ach so, bevor wir hier weitermachen. Der Livestream morgen. Da ist was geplant und zwar Promods Kirkenes SCS Multiplayer mit Schwertransport. Ui! Achtung, was war denn da? Ich habe gerade mein Auge tut irgendwie weh. Ah, ich habe das gerade so geschlossen. Ist auch nicht, ist egal. Aber wenn das alles klappt, dann würden wir das natürlich dann ausprobieren. Vielleicht habe ich da schon was gezeigt. Aber das wollen wir mal austesten, ob das klappt. So, jetzt aber gut, den Unfall, den lassen wir einfach mal. Naja, ihr könnt von mir aus jetzt ein Trinkspiel machen. Ja, wie viel O-Säfte kann ich denn trinken? Wie viele Unfälle baut Maximus? Macht es, wie ihr wollt. Ja, ist jetzt ja egal. Jetzt kommen wir aber nochmal auf die Sache zurück. Und zwar ging es um ja, EU-Richtlinien und da sind LKW-Hersteller und Trailer-Hersteller und noch andere Firmen, weil sie natürlich erkannt haben, dass der Fahrermangel dramatische Folgen nach sich zieht im Bereich der Logistik. Es wurde viel, naja, versaut in dem Bereich mit den Löhnen, Arbeitszeiten etc., dass da gar keiner so richtig Lust hat. Die Leute wurden quasi so ausgenutzt, Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Ihr kennt die ganzen Sachen. Und daher
hat gar keiner so, oder ein Großteil der Jugend, ob Mann oder Frau, kein richtiges Interesse, diesen Job noch nachzugehen, weil die Bezahlung da manchmal auch nicht so köstlich ist. Ne? So, und um das irgendwie aufzuhalten, weil es wird ja definitiv noch mehr. Wir werden noch mehr Güter auf die Straße bekommen, weil es ist, glaube ich, nicht abzusehen, dass die irgendwo neue Lagerkapazitäten oder dass die Bahn weiter ausgebaut wird. Ja, auch mit der neuen Regierung wird das wahrscheinlich nicht so passieren, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Man hätte wahrscheinlich schon vor 10 oder 15 Jahren schon anfangen müssen. So, jetzt, hier kloppt ihr die ganze Zeit, ist ja egal. So, und dann ist die nächste Sache, dass man überlegt, die LKWs noch länger zu machen. Aerodynamisch. Bis jetzt ist, glaube ich, die Richtlinie 25-25, also 25,25 Meter. Ich glaube, es sind ja dann schon die langen LKW, ne? Und man möchte vielleicht sogar bis zu 50 Meter Züge auf die Straße bringen. Und dann ist man gerade am Testen für solche Dullis, also die unter die Anhänger hier runtergepackt werden. Es werden dann halt, ja, wie so eine Wechselbrücke, oder so ein Kofferaufbau und dann zwei solche normalen Anhänger und die werden dann mit solchen elektrobetriebenen Dullis alles komplett verkleidet und hinten auch noch solche Sachen. Also sah auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Das war irgendwie ein Schmitz als Auflieger war dabei, MAN als LKW und Scania und noch andere. Also ZF. Ich habe das nur in so einem Bericht gesehen. Sind jetzt gerade an Testen. Natürlich fehlt es dann noch an den jeweiligen Gesetzeslagen, aber ob man sich das vorstellen kann? Vielleicht für den Fernverkehr oder das. Also soll ja auch so sein. Der Dulli kann alleine fahren. Also ich meine, dieses Ankoppeln, da soll dann eine Verbindung geschaffen werden, wo die Spediteure auch gesagt haben, naja, wie soll ich denn mit dem LKW schnell entladen oder beladen? Dann hat man halt den Elektro-Dulli gemacht und dann kann man sogar den bis zum LKW ran ankoppeln. Dann brauchst du nicht mit der Zugmaschine und den versuchen dein Glück, ja. Hier ist auch schon ein langes Gerät gewesen, aber noch ein Anhänger ran. Es war schon sehr interessant, war jetzt nicht so ein langes Video. Mal gucken, wo die Zukunft hingeht. Ja, irgendwann müssen sich was entscheiden. Und ich denke mal, das wäre die kleinste, naja, oder die einfachste Möglichkeit, diesen Mangel dazu ein bisschen zu kompensieren. Weil Ausbau der Schiene dauert. Neue Fahrer rankriegen, wenn keiner Interesse hat, wird nicht funktionieren. Neue Lagerkapazitäten werden sie nicht machen. Oder wird es nicht so geben. Und ja, wenn die Technik bereit ist, dann ist das wahrscheinlich das Einfachste. Ja, und die müssen keine großartigen Umbaumaßnahmen in den, ja, Lagerhallen oder sonstige Sachen machen. Ja, deswegen, wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht. Also, dass wir denn ja, irgendwann lange LKW-Züge dann überholen müssen. Vielleicht gibt es dann gewisse Abstände, diese Einheiten. Ja, die sollen ja auch noch ein bisschen aerodynamischer gestaltet werden. Und ja, CO2 und das. Natürlich spielt das auch alles eine Rolle. Ja, dann müssen die Motoren kräftiger werden. Und ich glaube, der Wasserstoff könnte in der Nutzfahrzeugbranche das werden. Aber im Bereich der Kfz-Fahrzeuge sieht es danach aus, dass Wasserstoff da keine Zukunft hat. Die japanischen Hersteller haben das eingestellt. Habe ich schon vor einer Weile gehört. Und werden da jetzt keine große Energie mehr reinsetzen, weil es wahrscheinlich zu teuer ist. Vielleicht kommt es noch. Aber erstmal werden die jetzt in Elektro gehen.
Naja, wir warten mal ab, was da alles kommt, wo die Zukunft hingeht. Wir sind jetzt erstmal schön mit unserem mit unserer Spedition hier unterwegs. Döner. Sieht auch fein hier aus. Kann man schon mal machen, ne? Ah, schön. Endlich mal wieder mit einem Krone. Megaliner unterwegs. Funktioniert wieder alles. Hat ja mal so leichte Probleme gehabt. Ich habe ja jetzt ein Update, warum dieser Mod nicht im Steam Workshop ist. Das weiß ich auch nicht. Und ich weiß aber eins, dass mein Sprit langsam ja weniger wird. Das ist ja nicht fein. Könnten wir mit denen auch wieder mal Wechselbrücke fahren, mit dem LKW. Ja, mal sehen. Vielleicht baue ich da mal was. Wir fahren dann Wechselbrücke hier vielleicht von Forst in Richtung Brocken. Und ich habe richtig Lust, morgen diesen Livestream zu machen, muss ich ehrlich sagen. Wenn das funktioniert, werden wahrscheinlich von Dotec irgendeinen LKW nehmen. Ein bisschen Schwertransport machen. Das wird. Juhu! So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt die Autobahn runter Richtung Flensburg. Und mal schauen, wie es da aussieht. Ich bin ja schon mal auf der Karte unterwegs gewesen, aber auf den Spielstand, den ich jetzt hier habe, da war ich noch nicht unterwegs. Und jetzt sehen wir eins. Ja, sie haben die Straße wieder gesperrt. Na toll. Wo ist jetzt der Unfall? Der ist gleich hier. Dann müssten wir über 200 Kilometer fahren, ey. Wir waren das vorher. Hannuchen. Müssen wir wahrscheinlich da irgendwo wenden und wieder zurück. Okay, es ist eine Premiere. Dann kann das durchaus ein bisschen länger gehen. Dann kann man hier mal so einen kleinen First Look machen von dieser Map. Oder haben wir gesagt, das sind ja Teilabschnitte. Wir haben ja nur einen kleinen Bereich hier gesehen. Das andere ist ja Standard. Wenn das jetzt für den einen oder anderen die Promo zu viel ist, hier ist es eine Datei. Ja, und dann jetzt fahre ich ja 90. Fahre ich mal 85, dass wir hier auch irgendwo mal ankommen. Na, wenn das... Ihr wisst ja, ne, für den einen oder anderen ist es dann definitiv immer noch ein bisschen zu viel. Aber wir könnten eigentlich jetzt... Aber wo will der uns jetzt hinführen? Warte mal. Führt der uns jetzt vielleicht ein Stück woanders lang? Das dauert jetzt immer ein bisschen länger. Ich habe hier noch den Mod drin, wo man halt noch weiter rauszoomen kann. Vielleicht hat der... Aber ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ist natürlich ein bisschen... Also er führt uns jetzt hier lang. Okay. Ja gut, unterhalb. Wir hätten auch hier lang fangen. Ja, wir bleiben jetzt auf der 1, gehen dann auf der 7. Man könnte jetzt auch hier, das wäre jetzt im Livestream, wäre das vielleicht mal richtig spannend. Ich kann auch so sagen. Fahren die A7 weiter? Warum soll man durch Kiel fahren? Nee, so. Nochmal. Kommen aber nicht. Ich muss mal schauen. Fahren da lang. Ich würde aber so lang fahren. So. Komm. Da fahren wir noch ein bisschen durch Lenzburg, wo wir ja ein bisschen was sehen. Ja. Treten auch den LKW auf 85 km/h. Böser Junge, dabei ist doch nur 80 erlaubt. Ja, zeitweise können wir ein bisschen schneller fahren. Nur bei 85 sagt da gar keiner was, oder wenn er irgendwie an die an die vielleicht 90 fährst, wird da einer was sagen? Muss man hier vorbeifahren lassen, ja. Oh, jetzt fahren wir hier rüber. Willkommen in Niedersachsen. Ich finde das gut, wenn solche Schöder, so eine Gimmicks mit drin sind, ne? Oh. Los geht die, Hetz! Heini. Und dann ab auf die
die Piste. Ja, ich muss wirklich sagen, dass gerade man kann schon mal so ein bisschen durch die Standardkarte unterwegs sein. Ne? Das passt schon. Jetzt sehen wir auch schon ein wenig die Ausläufer vom Hamburger Hafen. Aber auch Bremen, das müssen wir uns definitiv auch nochmal angucken. Dass wir jetzt machen. Also ich muss jetzt sagen, die bohren jetzt hier im Haus. Das ist ja sehr angenehm. Ja gut, dann müssen wir jetzt durchhalten. Es war schon so. Oh je. Gibt es hier irgendwie eine Pflicht, irgendwie, wo ich hier langfahren muss? Nee, ne? Ah ja, wir schauen mal. Das ist der Elbtunnel, ne? Das muss jetzt der Elbtunnel sein. Überleg mal, jetzt ist über uns Wasser, wenn das alles zusammenbricht und auf einmal, dann bist du platt, dann bist du eine Flunder. Na gut, dann könntest du im Wasser weiterleben, aber überleg mal. Klatsch, bumm, Feierabend. Elbtunnel Hamburg, ja, siehst du, steht dran. Fein. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, dass die jetzt Hashtag Bauarbeiten hier machen. Aber das fehlt mir noch in der Raupensammlung hier. Also es könnte sein, dass ihr es hört, wenn ich jetzt rede, dass da im Hintergrund Geräusche sind, weil ich ja hier einige Filter noch drin habe, dass man das eigentlich nicht hören sollte, was draußen rumherum alles so passiert. Aber ich merke es extrem. Und das ist echt nervig. So, insgesamt haben wir jetzt noch 140 Kilometer. Das ist ja heute mal, ja, über eine halbe Stunde werden wir wahrscheinlich da unterwegs sein, ne? Mal gucken, wie die Entladestation ist, ob wir da vielleicht auch mal selber einparken. Wäre ja mal was Schönes. Ah, es sieht schon irgendwie fein hier aus, wenn man hier oben durch das flache Land hier fährt, ne? Ah ja, schön, schön, schön. Das ist ja wieder fein. So, Kiel. Radeburg, war das Radeburg? Oder Radebeul? Nee, Radeburg. Na, hier sehen. Mühlchen. Ist schon wieder durch den Wind. Dann geht's nach Kiel ab. Flensburg. Schleswig. Nee, Randsburg. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich einen Abstand fahren, den wir noch gar nicht oder bald gar nicht so richtig kennen. Vorsichtig fahren hier. Meine Güte, machen die hier mit der Bohrmaschine. Arme Gerät. So. Gleich sind wir da. Ich war schon lange nicht mehr hier oben. Niedersachsen oder hier in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein sowieso schon lange nicht mehr. Das ist ja schon ewig her. Ich glaube, hier oben in Flensburg war ich noch nie. So, nur noch 90 Kilometer. Der Verkehr wird immer dichter, weil wir langsam, ja, das ist ja langsam der Feierabendverkehr. Ich weiß gar nicht, ob das SDS so richtig mit einspielt. Bin mir gar nicht so richtig sicher. Aber jetzt, wenn ich jetzt die Karte so ein bisschen aufmache, kommen wir in einen Bereich der A7, der komplett nochmal von der Modmap
überarbeitet wurde. Du merkst jetzt auch keinen Unterschied, ob das jetzt von SCS, ne? Also schon sehr detailliert. Mit sehr viel Liebe. Boah, hier, wie es hier schön hoch geht. Herrlich. Haben sie schon gut gemacht, die Jungs. Und Mädels. Weiß ja nicht, ob da noch Mädels mitmachen. Was ist mit dem Blinker los? Ist der normal, der Blinker? Hier mit den Blümchen an der Seite. Du hast auf jeden Fall Freude, wenn du hier lang fährst. Oh je. Ja, toller Maximus. Ausfahrt. Boah, da musst du aber ein bisschen zuckeln. Du kannst nicht mit Schwertransport hier lang dödeln. Boah, das ist schön mit den zwei Straßen, mit der Eisenbahn in der Mitte. Herrlich. So, jetzt müssen wir erstmal hier rum. Gottchen, was waren wir denn jetzt vom Weg? Haben wir hier einen Ackerweg? Hier ist Durchfahrt verboten, nur für Anlieger oder was? Das finde ich ja cool. Ja, warum nicht, ne? Fahren wir erstmal hier durch den Wald. Ich hoffe, dass in Russland dann auf solche Sachen noch mehr reinkommen. Jetzt fahren wir natürlich mit einem LKW. Sollte man definitiv nicht machen, wenn man hier einen 40-Tonner hat, dann irgendwie eine Abkürzung nehmen. Ach, dann siehst du, dann fahren wir ja auf dem Weg hier. So. Ich wollte schon sagen, da hinten habe ich nämlich einen gesehen, der... Ach, hinter mir fährt einer. Dass es hier nur in eine Richtung geht und auf der anderen... Boah, ich wollte schon sagen, ey. Puh. Ich habe jetzt ein bisschen Angst gekriegt, muss ich jetzt sagen, weil ich habe auf... Da hat der eine denn quasi den anderen überholt. Das sah so irritierend aus. Deswegen war ich jetzt auch ein bisschen ruhig. Ah, ein bisschen Gras durch die Decke geschaut. Und die Eisen. Ach, schön, wie die Eisenbahn da unten lang fährt. Herrlich. Natürlich, Bus. Fahr einfach drauf. Hier hat man ein bisschen zu fahren, ne? Jetzt nicht. Jetzt fahren wir über die Autobahn, oder? Ja, stimmt, stimmt. Da ist es ein Teil noch von der A7 gewesen. Wir sind ja vorher schon runter. Hier haben wir noch eine kleine Agrargenossenschaft. Da könnte man auch noch machen. Das ist jetzt eine, die, glaube, vorletzten oder vorvorletzten DLC rausgekommen sind. Jetzt fahren wir einfach ein bisschen über Land. Auch ein bisschen schnell fahren wir. Normalerweise dürfte nur 60 fahren hier auf Landstraßen. Naja, der LKW-Fahrer macht das schon. Nur die Fahrschule machen oder die Bundeswehr. Und da sehen wir schon Flensburg. Feini, wir kommen an. Ach, guck mal, hier haben wir sogar ein Fragezeichen. Ist das jetzt ein Fragezeichen zum Gucken? Schauen wir mal. Willkommen in Flensburg. Oh, hier ist ein Blitzer. Ach, guck mal, hier ist sogar so ein neuerer. Hier ist sogar eine Brunnenwelle. Ja, mal schnell durchfahren. Hätten wir gesehen, ob es wirklich rot blitzt. Oh, warte mal. Ach nee, das ist ja eine Arbeitsagentur. Willkommen in Flensburg. Das ist
Kunst, oder? Haben die überall so eine solche Straßenschwellen hier drinnen, dass man nicht so schnell fahren darf? Einen Hafen haben die auch hier in Flensburg. Ist doch wohl an. War ja noch hier. Mal gucken, wo müssen wir eigentlich hin? Da hinten müssen wir rein. Ja, da hinten müssen wir rein. Okay. Oh, Backe. Also jetzt haben wir, Justin, wir haben ein Problem. Wie soll ich jetzt den Auflieger hier reinzirkeln? Das haben sie ja toll gemacht. Ich kann das nur jetzt von außen. Wenn ich es überhaupt kann. Er war nicht drin. So. Also, ausgezeichnet, gute Fahrt. Das war mal eine Tour hier auf der Map. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir gemeinsam das hier abzufahren. Und wenn ihr da noch, wie gesagt, ein paar Strecken habt, die der Maximus hier zeigen soll, dann kann ich das gerne nächste Woche machen für euch. Ja, dann bin ich aber jetzt erstmal raus. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Zuhören, morgen. Live, ja, Däumchen nicht vergessen. 20:30 Uhr, wenn es klappt. Schwertransport Kirkenes. Dann mache ich erstmal einen Fisch und sage: Haut rein, macht's gut. Bye bye.